Willkommen zurück zu unserer Lace Wallet Videoserie. Hier ist Kai von Nova und in diesem Video zeige ich dir, wie man ein Lace Light Wallet wiederherstellt. Bitte zeige deinen Support, indem du unseren YouTube-Kanal abonnierst und darüber nachdenkst, an unseren Stakepool zu delegieren. Deine Unterstützung wird es uns ermöglichen, noch bessere Inhalte zu produzieren und die Cardano-Community zu vergrößern. Wir sind hier in der Lace Wallet Browser-Erweiterung, die ich im Video Installieren und Einrichten vorgestellt habe. Wenn du eine Auffrischung des Installationsprozesses benötigst, sieh dir einfach den Videolink in der Beschreibung an. In diesem Video verwende ich meine Passphrase, um meine Wallet wiederherzustellen. In dieser Version wirst du in einem Pop-up-Fenster darüber informiert, dass Lace jetzt Multi-Address-Wallets aus anderen Anwendungen unterstützt. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um die Nutzerbedingungen zu lesen und zu akzeptieren, bevor du fortfährst. Als nächstes wirst du gefragt, ob du pseudonyme Analysedaten aus deinem Browser mit Lace teilen möchtest. Gib nun deinem Wallet einen Namen und leg dir ein Spending-Passwort fest. Als nächstes wähle die Länge deiner Wiederherstellungsphrase. In meinem Fall ist sie 24 Wörter lang. Gib jedes Wort sorgfältig in der genauen Reihenfolge ein. Genauigkeit ist hier das A und O. Um diesen Vorgang zu beschleunigen und weniger mühsam zu gestalten, bietet Lace während der Eingabe Wortvorschläge an. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Wallet erfolgreich wiederhergestellt. Ein kurzer Hinweis: Möglicherweise wird dir ein Pop-up-Fenster von Lace angezeigt, das dich darüber informiert, dass sich die Dapp-Connector-Funktion noch im Beta-Stadium befindet. Lace wird ständig aktualisiert und verbessert, sodass du mit jedem Update einen reibungsloseren Ablauf erwarten kannst. Und das war's mit dem Video. Wenn du in der Zukunft keines unserer neuen Videos mehr verpassen möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke. Falls dir dieses Video einen Mehrwert geliefert hat und du auch staken möchtest, komm doch gerne an Bord. Folg uns auf Twitter für aktuelle News rund um Cardano und unseren Pool. Wenn du Fragen hast, schau doch gerne mal auf unserem Discord-Server vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Epoche.